Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, der Rubel rollt. Ja, der Rubel rollt, wirklich. Es ist ein Sprichwort, aber es stimmt, der Rubel rollt. Der Rubel rollt im wahrsten Sinne. Der Rubel entwickelt sich gerade zu einer immer stärker werdenden Währung. Könnt ihr nachlesen bei Google, gibt es ganz viele Informationen zu. Könnt ihr auch gucken, könnt ihr sehen, wenn ihr euch die weltweiten Währungsumrechnungsprogramme anschaut. Auch die Inflation, ja, Inflation des Euro, Inflation des Dollar, Inflation auch der türkischen Lira, aber der Rubel, der wird gerade immer stärker. Was ist hier eigentlich los? Indien entwickelt sich zu einer ersten Weltmacht gerade, mit Hilfe dieses Landes, welches bestraft werden sollte, ja? Indien kauft gerade in großen Mengen das Öl, das Gas, kauft alles, ja, zu hohen Preisen natürlich. Die Preise sind hoch auf den Weltmärkten, bedingt durch diese Situation. Doppelt Ärger für die westlichen Länder. Und die USA will eingreifen, Sanktionen und so weiter. Sanktionen sind immer der falsche Weg. Das weiß jeder, das weiß jedes Kind. Sanktionen, Bestrafe, Verbote, das ist nie der richtige Weg. Es geht nur gemeinsam, Kommunikation, Austausch. Austausch auch mit demjenigen, den ich überhaupt nicht mag und der vielleicht sogar aus Sicht, aus meiner Sicht oder aus Sicht der weltweit geltenden Moralvorstellungen oder Vorstellungen von gut und richtig und schlecht und falsch, ja, aus dieser Sicht sogar, der diese schlimmen Dinge tut. Kommunikation, Austausch, sich an den Tisch setzen. Jeder weiß das. Jeder normale Mensch weiß, dass das eigentlich die einzige Situation ist, die zu einer Lösung führen kann. Sogar der dümmste Bauer weiß das. Es gibt keine dummen Bauern, habe ich ja schon oft gesagt. Ja, was passiert hier gerade? Wie gesagt, Indien entwickelt sich gerade. Reist mal durch Indien heute. Und China natürlich. China baut immer weiter seine Kräfte aus. Wir hören sehr, sehr wenig über China, so gut wie gar nichts. China, das sind die Chinesen, ich habe auch chinesische Freunde und bei denen war immer so, war immer klar. Die lächeln, die sind nett und freundlich, immer. Da ist keine Regung, man sieht nicht, ob sie wütend werden oder nicht. Und sie tun ihr Ding, ohne darüber groß zu protzen, ohne darüber groß zu erzählen. Man merkt es erst bei den Chinesen, was sie getan haben, wenn sie fertig sind. Und sie nutzen natürlich links und rechts alle Kontakte, die sie haben. Und sie saugen diese Informationen in sich auf und aus diesen Informationen heraus machen sie ihr eigenes Ding. Das haben wir gesehen in den vergangenen 40 Jahren sowieso. Als ich Abitur gemacht habe, da hatte ich einen Lehrer, der hat gesagt, China wird mal die Weltmacht. Da haben die meisten Schüler in der Klasse gelacht. Heute sind wir auf dem allerbesten Wege dahin. Die Welt spaltet sich gerade. Eigentlich in zwei große Parteien, vielleicht sogar in Zukunft in drei. Statt dass wir zusammenwachsen, spalten wir uns. Wie kann das sein? Woran liegt das? Ja, gibt es vielerlei Gründe. Politische Gründe, wirtschaftliche Gründe und. Aber ich bin der Meinung, dass der Westen, ja, dass der ein bisschen kleiner, ein bisschen bescheidener werden sollte. Die großen Töne, die wir seit Jahren spucken, die sehr, sehr großen Töne, die wir seit Jahren spucken, damit könnte es womöglich bald vorbei sein. Und ich will hier niemandem Angst machen. Es muss alles genauso sein, wie es ist. Jede Weltmacht, das haben wir gesehen in den vergangenen tausenden Jahren, jede Weltmacht kommt irgendwann an das Ende, an sein Ende. Alles, was hochgeht, kommt irgendwann runter. Wir sehen Weltmächte, die heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ne? Belgien war mal eine Weltmacht. Ja? Flandern. Belgien nicht. Belgien gab es damals noch nicht. Aber Flandern war mal eine Weltmacht. Die Niederlande übrigens auch. Ne? Flandern gehörte alles zusammen. Niederlande. Die Niederlande, das Land, welches unterm Meeresspiegel liegt. Und auch Italien war mal eine Weltmacht. Portugal übrigens auch. Die Römer, das Römische Reich. So viele
So viele Länder sind an ihr Ende gekommen. Und das eigentliche Ende, wenn ihr euch die Geschichte anschaut und wenn ihr Geschichte auch lest, wenn ihr wirklich euch vertieft in die Geschichte, dann seht ihr, dass das Ende der meisten Reiche, ein Reich, welches zu Ende geht, welches runtergeht. Ja klar, Dekadenz natürlich ist immer auch mit ein Grund, aber das eigentliche Ende kommt immer dann, wie ich es auch schon in einem anderen Video erzählt habe, immer dann, wenn es der Bevölkerung schlecht geht. Wenn die Bevölkerung nichts mehr investieren kann, nichts mehr kaufen kann, nichts mehr essen kann. Wenn die Bevölkerung Not leidet, Armut, ärmer wird, nicht mehr Geld ausgeben kann, ja, nicht mehr Produkte kaufen kann, dann ist das Ende einer Weltmacht ja, vorausgesagt sozusagen, eingeleitet. Und das sehen wir gerade. Wir sehen gerade, dass genau das passiert. Geschichte wiederholt sich. Immer in einer etwas anderen Konstellation. Immer in einer etwas anderen Situation. Und die Geschichte wird sich so lange wiederholen, bis wir Menschen endlich verstehen, weshalb wir hier sind, was wir hier zu tun haben und wenn wir endlich in unser Bewusstsein hineinkommen. In das Bewusstsein, dass wir eine Seele haben, die für kurze Zeit nur hier in diesem Körper ist, die sehr schnell, schneller als wir uns vorstellen können, geht, die Erde verlässt, ja? Schneller als wir es uns vorstellen können. Dieses Bewusstsein, das ist das Einzige, was zählt. Ich bin jetzt hier, ja, die Zeit in der Türkei und sie ist zu Ende. Ich bin angekommen, habe mich gefreut, habe auch im Moment gelebt, die ganze Zeit, ein Traum, wirklich traumhaft, traumhaft tolle Menschen, traumhaft schönes Wetter, traumhaft schöne Natur, alles wunderbar. Wenn man hier natürlich nicht immer lebt, dann gibt es auch natürlich immer mehr Schattenseiten wahrscheinlich. Aber als ich angekommen bin, habe ich gedacht, oh wunderschön, so eine lange Zeit. Aber die Zeit ist so schnell um. Es ist alles nur eine Illusion. Ich komme an, ich gehe weg. Es ist alles eine Illusion. Es ist ein Hauch. Viel schneller, als wir es uns vorstellen können, ist alles vorbei. Das Einzige, was bleibt, ist mein Bewusstsein. Und das Einzige, was bleibt, ist das, was ich getan habe, hier auf dieser Erde, um an meine Seele zu arbeiten. Das ist das, was zählt. Wir sehen gerade eine Verschiebung der Energien. Im wörtlichen Sinne sehen wir eine Verschiebung der Energien. Aber wir sehen auch eine Verschiebung der Energien in eine neue Dimension. Mehr und mehr Menschen wird das bewusst. Energiearbeit ist angesagt. Die Arbeit mit den Energien, die hier um uns herum überall sind, nicht sichtbar. Ich habe über die Glaswand berichtet. Eine Glaswand, wenn sie gut geputzt ist, ist nicht sichtbar. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal aus Versehen fast durch eine Glastür gelaufen wäre. Deswegen klebt man da ja auch Vögel drauf, also ne, Aufkleber mit Vögeln, damit niemand durch eine solche gut geputzte Glastür läuft, dagegen läuft und sich verletzt. Es gibt viel mehr, als wir uns vorstellen können, was um uns herum ist, in der Energie, in unserem Kosmos, in unserem Universum. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und es ist an der Zeit, sich damit zu beschäftigen. In ruhigen Minuten, mit geschlossenen Augen, im Bewusstsein zu sein. Im Bewusstsein, dass das, was ich sehe und wovon ich glaube, dass es alles ist, was da ist, dass das die eigentliche Illusion ist. Dass das eigentlich unwichtig ist. Klar, natürlich, wir müssen essen und trinken, wir müssen überleben, wir müssen etwas dafür tun. Das gehört mit zu diesem Spiel, zu diesem Theaterstück, an welchem wir gerade teilnehmen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Das, worüber wir uns aufregen, ist es sehr oft absolut nicht wert,
sich darüber aufzuregen, weil es führt unsere kostbare Energie in die falsche Richtung.